Eine Diät, bei der man Fett in Massen konsumiert und trotzdem Unmengen an Gewicht verliert. Ja, das ist das Versprechen der anabolen Diät oder auch ketogenen Diät, No Carb Diät oder Atkins Diät. Ja, heute werde ich euch diese Ernährungsform oder Diätart einmal vorstellen, sagen, was Vor- und Nachteile sind und ja, was man dabei auch konsumieren kann an Lebensmitteln und was man nicht essen sollte bzw. vermeiden sollte. So, erstmal die anabole Diät heißt, dass wir keine Kohlenhydrate konsumieren, also so gut wie keine Kohlenhydrate. Wir haben jetzt mal festgesetzt, 15 Gramm dürfen wir maximal konsumieren, da es sonst überhaupt gar nicht möglich wäre, denn auch sehr kohlenhydratarme Lebensmittel haben immer so ein gewisses Maß. Ja, des Weiteren konsumieren wir 60 bis 70% unserer Kalorien durch Fett. Ja, das klingt jetzt erstmal für viele toll. Ja, boah, ich kann mir alles reinhauen, Pizza, Pommes, weiß ich nicht. Aber der Haken ist ja, wir dürfen keine Kohlenhydrate zu uns nehmen. Deswegen kommen da eher Lebensmittel, ja, wie Fleisch, wie Eier, wie, ja, weiß ich nicht, fettiger Fisch, zum Beispiel Lachs, kommen da sehr gut in Frage. Des Weiteren sollten wir bei Gemüse vor allem auf grünes Gemüse zurückgreifen. Obst sollten wir gar nicht mit reinnehmen, das zu viele Kohlenhydrate hat. Und es sei denn, Avocados sind noch sehr, sehr kohlenhydratarm und haben auch relativ viel Fett. Ansonsten Butter, Schmalz, ja, alles Erdenkliche, was ihr ja euch vorstellen könnt. Denn das Ganze dient als Energieträger. Der Körper nutzt nicht mehr Glucose, also Kohlenhydrate, als Energieträger, sondern sogenannte Ketonkörper, die aus Fett gebildet werden. Das müsst ihr euch so vorstellen. Normalerweise ja, wird die Glucose verwendet, um Energie ja, freizusetzen, beziehungsweise um dem Körper Energie zu geben. Dadurch, dass der Körper aber keine Kohlenhydrate mehr hat, schaltet er um in die sogenannte Ketose. Das heißt, Fettzellen werden zu sogenannten Ketonkörpern umgewandelt. Und diese Ketonkörper ersetzen jetzt praktisch den Zucker, also die Glucose als Energieträger. Und deshalb, das dauert so 3 bis 4 Tage, bis der Körper wirklich komplett in dieser Ketose drin ist, also in dem Modus drin ist, wo er ja Fett als Energieträger verwendet. Deshalb solltet ihr auch gar keine Kohlenhydrate, wenn möglich, konsumieren, da ihr sonst aus dieser Ketose rausgeworfen werdet und ja, es Schwankungen in der Energie gibt. Es wird Insulin ausgestoßen, solltet ihr demnach vermeiden. Also wirklich maximal 15 Gramm Kohlenhydrate. So, was sind jetzt die Vorteile der anabolen Diät? Ja, wir haben erstmal einen sehr, sehr schnellen Gewichtsverlust. Ihr müsst euch so vorstellen, die Glykogenspeicher in der Muskulatur entleeren sich komplett. Und für jedes Gramm Glykogen, also Glukose in der Muskulatur, werden 3 Gramm Wasser gebunden. Und genau aus dem Grund wird die Muskulatur sehr, sehr flach, weil ihr einfach sehr viel Wasser und sehr viel Glukose aus der Muskulatur verliert. Aus dem Grund habt ihr sehr einen hohen Gewichtsverlust, was aber jetzt nicht gleich heißt, dass ihr auch Fett verliert. Also ihr werdet in den ersten paar Tagen, 4, 5 Tagen, ist es gut möglich, dass ihr mal 3, 4 Kilo einfach an Gewicht verliert. Aber dazu ist zu sagen, es ist kein Fett. So, ja, was habt ihr noch an Vorteilen? Ihr habt eine langfristigere Energiebereitstellung, dadurch, dass diese Ketonkörper halt die ganze Zeit ja, gebildet werden, auch aus körpereigenem Fett werden Ketonkörper bereitgestellt. Ihr seid nicht so abhängig von Zucker aus der Nahrung. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie eure Kohlenhydratspeicher aufladen. Die Kohlenhydratspeicher gehen nicht leer während des Trainings, sondern sind sowieso schon leer und der Körper hat sich daran gewöhnt, hey, ich nehme die Fettzellen als Energieträger. Aus dem Grund habt ihr normalerweise während des ganzen Trainings über Energie und auch keine, ja, Leistungsschwankungen. Ja,
Das sind so die beiden Vorteile. Der Nachteil ist auf jeden Fall, dass ihr Mikronährstoffe und Ballaststoffe nur sehr schwer reinkriegt. Das liegt daran, dass viele Mikronährstoffe besonders in Obst und Gemüse sind. Und da ihr da sehr eingeschränkt seid bei der Lebensmittelauswahl, könnt ihr natürlich sehr, sehr wenig Obst bzw. gar kein Obst konsumieren und ja, seid da ein bisschen beschränkt auf wenige Gemüsesorten. Und der weitere Punkt ist auch, dass ihr Ballaststoffe auch schwierig reinbekommt, da ihr hauptsächlich Fleisch konsumiert, Fett, und eigentlich keine großartigen Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen. Die sind hauptsächlich in kohlenhydratreichen Lebensmitteln, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, aber auch Obst und ja, viel Gemüse. Deswegen wird das schwierig. Da ist empfehlenswert, auf jeden Fall Leinsamen oder Chiasamen mit einzubauen. Nüsse haben noch eine gewisse Menge an Ballaststoffen. Allerdings müsst ihr da auch gucken, dass wieder der Kohlenhydratanteil nicht zu hoch ist. Deswegen, also da kann es sein, dass ihr da eure Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe, sowas alles schwierig deckt und dadurch auch krank werdet. Also ich kenne viele Leute, die das mal 4-5 Wochen machen und meistens dann krank werden. Deswegen holt euch dann gutes Vitaminpräparat und schaut, dass ihr da auf jeden Fall Ballaststoffe noch über Leinsamen oder Chiasamen noch mit reinbekommt, die ja auch relativ viel Fett haben und kaum Kohlenhydrate. Und was noch ein weiterer Nachteil ist, dass durch diese sogenannte Ketose entsteht so ein Mundgeruch, so ein Schwefelgeruch, dadurch, dass halt diese Fettzellen oxidiert werden statt der Glucose. Deswegen haben wir da oft Mundgeruch oder der Schweiß, der riecht halt irgendwie so leicht schwefelartig. Das kommt halt durch diese Ketose. So viel dazu. Also die anabole Diät eignet sich auf jeden Fall dafür, wenn ihr über einen kurzfristigen Zeitraum einfach maximal Gewicht verlieren wollt. Und wenn ihr jetzt Kohlenhydrate nicht über alles liebt zum Beispiel. Also ich könnte sowas nicht machen, da ich einfach Reis, Nudeln, Kartoffeln, Brot oder sonst was einfach zu sehr vergöttere, als dass ich darauf verzichten könnte. Aber für Fleischliebhaber, wenn ihr auf Bacon, Rührei, Speck, Butter, wenn ihr alle sowas mögt, dann kann es für euch eine Alternative sein. Lasst euch da nicht täuschen von dem Anfang sehr, sehr hohen Gewichtsverlust. Und ja, ansonsten könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, wenn ihr wenig Zeit habt, bis viel Gewicht verlieren wollt, dann baut es auf jeden Fall mal ein, 2 Wochen oder sonst was. Und ja, wenn ihr da noch Fragen habt zur anabolen Diät, ja, schreibt es mir unten in die Kommentare und ich würde mich über ein Abo meines Kanals freuen. Und damit bin ich raus, meine Freunde. Bis dahin.